zu diesem Video nach Heidenheim mit VfB News drin und natürlich vor dem Topspiel gegen Borussia Dortmund morgen. Kommen wir zuerst kurz zur Pleite in Heidenheim, da wie immer auch schon viel gesagt im Stream direkt darauf natürlich im Spielfazit auch immer noch zu sehen in den Stream Highlights, ganz klare Geschichte. Ja, Zitat Höhnesweier, war ja große Chance verpasst und genauso kann man es ja eigentlich auch nennen, auch so ein bisschen sich sag mal das Richtig, richtig positive Momentum vor dem BVB, ein bisschen abgedämpft durch das Ding. Fand auch auf der PK jetzt vor dem Dortmund-Spiel gute Aussagen da, viel Selbstkritik da, also auch von den Spielern aus, was Höhnes gut fand, und eben auch das Thema Einsatzbereitschaft und so weiter. Daran hat es so ein bisschen gehakt, auch wenn ich jetzt nicht so dermaßen draufhauen werde, wie, wie jetzt andere oder sowas, also so in Anführungszeichen überheblich oder abgehoben, wie auch immer, fand ich jetzt auch wieder nicht. Also da haben wir manche auch ein bisschen zu hart draufgehauen, vor allem nach so einem Saisonstart, muss man ja sagen, wenn man das alles mit einbezieht. Ähm, klar, war nicht gut genug, um in Heidenheim zu gewinnen. Das war so ein bisschen auch mein, mein Sprechen quasi, dass es vielleicht nicht komplett scheiße war, aber halt nicht gut genug, um dort zu gewinnen. Und das ist dann eben beim Thema Aufsteiger. Dann halt schon auch eine Geschichte. Ne? Beim Aufsteiger nicht gut genug zu spielen, sich nicht gut genug zu verhalten, um da was mitzunehmen, ist natürlich schon gewisserweise schwach und eben auch mit diesem starken Saisonstart dann in der Relation halt auch nicht wirklich gut. Es haben einfach ein paar Prozente gefehlt, ganz einfach. Einsatzbereitschaft ist hier das große Ding. Fand das Interview von Under vor allem sehr passend, auch sehr selbstkritisch, deswegen habe ich auch da gar kein Thema, dass es aufgearbeitet haben oder gar keinen Gedanken daran, dass es nicht aufgearbeitet haben, so rum. Hat ähm, er ne? hier zitatmäßig, da war zu wenig Bam-Bam, natürlich vor allem. In Sachen Offensive zu wenig Klarheit, zu wenig in die Tiefe, schnell unsere so Geschichten, aber passt eigentlich perfekt. Das genauso kannst du das Heidenheim-Spiel und unsere Pleite in Heidenheim eigentlich wirklich beschreiben. Zu wenig Bam-Bam, so doof es klingt. Zu wenig schnell, zu wenig ne, zielgerichtet, zu wenig eiskalt. Die ganzen Geschichten. Letzte Kleid hat gefehlt, so letzte Idee hat gefehlt, was man auch ansprechen muss. Man sagt ja auch immer, auch fairerweise immer, ja, ein Elfer kannst du mal verschießen. Sind es halt zwei Elver in zwei Ligaspielen am Stück. Das muss halt wirklich nicht sein, so. Ne? Das kann so nicht angehen. Bin ich auch ganz ehrlich fast ein bisschen stinkig drauf. Und da Silas, zwei haben es versucht. Der eine schlechter als der andere, so, so gesehen. Das darf halt nicht sein, weil wenn wir jetzt gegen Dortmund zum Beispiel Elver bekommen. Keine Ahnung, da ist halt schon so ein leichtes, leichtes Nebengeräusch im Kopf zu sagen, ja, ist schön, aber mal gucken, ne? Zwei verschossen jetzt am Stück. Ähm, Heidenheim war wirklich nach jeder Ecke gefährlich, das war auch krass. Also klar, du kannst auch nur bis in eine gewisse, ja, Größe in Ordnung, ich sag mal, trainieren sowas, sowas zu verteidigen. Aber es kann nicht sein, da kann die Ecke noch so gut sein, da kann dieser Jan Niklas Beste noch so geile Ecken schlagen. Kann nicht sein, dass dir beim Aufsteiger neun Ecken fängst und alle davon gefährlich sind. Also da ist auch durchaus ein Thema da. Heinem hatte viele Chancen gehabt, ne? Anton sehr, sehr viel gerettet gehabt, wirklich ein bockstarkes Spiel gemacht, der auch halt wieder absolut ein Thema Nationalmannschaft. Ne? Also mal gucken. Es kommt noch nicht raus, also zum jetzigen Stand noch nicht raus, wer genau mitkommt, aber. Hätte sich das langsam mal verdient, auch nicht nur auf diese Sorge gesehen, er ist ja Dauerbrenner seit, seit Saisons übergreifend. Ähm, wir aber halt auch Chancen gehabt, ne? das darf ja auch nicht ganz vergessen. lattenfreistoß Stiller beispielsweise, Silas hatte ein paar Dinger, neben dem Elfmeter auch am Anfang schon, kann recht frühes 1-0 machen. Lattenschuss Raimund, ne, in der letzten Sekunde nochmal die Riesenchance dabei gewesen. Tut mir auch für ihn vor allem echt leid. Seit der U14 bei uns, wirklich richtig gewächst, 18 Jahre alt jetzt, auch ein gutes Zeichen, cooles Zeichen von Hoeneß. Ähm, ja Und am Ende halt eben damit nicht unverdient, aber trotzdem auch irgendwo unglücklich verloren, wenn man das, das anschaut. Auch hier jetzt zeigt natürlich ein bisschen Statistikpart mit rein. Hier werden wir auch gerne ein äh, reinhören, da der Einspieler mit auch noch ein paar mehr Infos, aber hier ein paar davon auch äh, rausgenommen. 1,76 zu 2,99x Goals, ne? Zeigt auch mal einen Unterschied, dass da auch was drin war. Ne? gut, du kannst bei uns sagen, 0,77 sind der Elfmeter, der halt übers Tor ging, in den Nachthimmel ging in Heidenheim, ähm, das erste Mal ohne eigenes Tor, seitdem Hönes hier ist, ist auch nochmal ein harter Fakt, wir hatten mehr Ballbesitz, mehr Pässe gespielt, aber halt Heidenheim dafür, ne? mehr Meter gemacht, Laufdistanz, mehr Sprints, auch mehr Zweikämpfe gewonnen, das war so ein bisschen auffällig, weil der VfB ist eigentlich auf die gesamte Sorge sehen, da echt gut dabei, ne? Platz 4 in den Zweikämpfen, also insgesamt gewonnen in Zweikämpfen, Heidenheim ist da auf Platz 15 so, und Thema Klarheit, Ideen, Leicht schlechtere Passquote, ne? bisher war es oder ist es auch immer noch ein Aushängeschild von uns, 87,4% Passquote auf diese Sorge gesehen, gegen Hoffenheim waren es sogar mal 89%, das ist keine riesen aber halt kleine Unterschiede, nämlich Heidenheim waren es 85%, also schon ein bisschen deutlicher unterm Schnitt, sage ich mal, ähnlich wie auch bei der Zweikampfquote, wie ich ja vorhin gesagt habe, was man auch sagen muss, sind vor allem fremde Fanlager oder andere Fanlager, die da ihre Späße draus machen. Dieses No-Girasi-No-Party gehe ich halt, sorry, einfach nicht mit. So, das ist für mich Quatsch, weil die Spiele waren jetzt auch nicht so kacke. Hauptsächlich Problem ist eben das Thema Effizienz. Ähm, da ist der klare Unterschied da eben zu mit Girasi und ohne. 14,75 Torschüsse pro Spiel haben wir abgefeuert mit Girasi, also das Union-Liga-Spiel mit eingenommen. Und dann eben ohne Girassie sind es sogar mehr gewesen in den letzten drei Spielen eben 18,67 pro Spiel. Unterschied ist halt krass in Sachen Tore. Ne? Mit Girassie war jeder 4,7 zweite Torschuss drin. Ohne Girassie, weil ne, drei Spiele, jeweils nur ein Tor, 18,67. Das wird, wie gerade schon gesagt, 18,67 Torschüsse pro Tor in diesen drei Spielen ohne Gerassi. Und das hat schon ein elementarer Unterschied. Und was wir auch geschafft haben in Heidenheim, ist halt auch mal wieder da, eine ziemlich peinliche Serie, muss man ja sagen, fortzusetzen. Letzte sieben Auswärtsspiele am Stück bei Aufsteigern haben wir nicht gewonnen. Da stehen jetzt 2-0 in Heidenheim, 2-1 in Schalke, 2-2 Bremen, 40 0-0, zu Bochum 0-0, zu -0, Bielefeld 3-0, Düsseldorf 3-0. Der letzte Sieg war, glaube ich, jetzt echt sogar fast auf den Tag genau vor fünf Jahren. Das war der 2-0-Ausflug unter Weinziel in Nürnberg. Und solche Serien, sieben Spiele lang nicht zu gewinnen bei einem Aufsteiger, haben natürlich auch oder erklären natürlich auch jahrelangen Abstiegskampf. Vor dem Heidenheim-Spiel wurde das DFB-Pokal 8-Finale noch ausgelost. Wir haben eine schöne Primetime-Ansetzung bekommen, musste aber auch sein, weil es geht gegen den BVB. 6.12.20.45 Uhr läuft im ZDF und da muss ich echt sagen: ganz witzig auf Twitter gesehen dass da echt also Community-mäßig von Dortmund da war mies Angst da so war glaube ein recht großer englischer Newskanal zum BVB haben geschrieben hier Auslosung, auswärts Stuttgart die ersten paar Top Kommentare keine Ahnung, die ersten 15 20 Top Kommentare waren alle ja super rausgeflogen im Pokal also da ist halt mittlerweile echt auch Respekt da für uns war auch krass zu sehen hier der kurze Service Hinweis wie immer noch wichtig und richtig auch für mich wichtig und richtig denn damit ist auch mein Platz gesichert in diesem krassen Spiel ähm, Dauerkarteninhaber können ihre Dauerkarten ja kaufen also Genau ihre Dauerkartenplätze, keine anderen Plätze und keine Zusatzplätze, genau die Dauerkartenplätze sich auch kaufen für das äh, Pokalspiel. Da ist die Phase jetzt diesmal sogar echt eine Woche lang, 13. November bis 20. November. Und die Mitglieder können dann wahrscheinlich auch wieder in Vorgewillten Warteschlangenverkauf ab Donnerstag, 23. November, 13 Uhr geht es da los. Hartes Los ist ganz, ganz klar so. Dortmund ne, ist schon noch mit Leverkusen und so weiter der schwerste Gegner in diesem Lostopf, aber schon mal sehr wichtig, brutal wichtig. Heimspiel, ne? Heimspiel und da ist dann sowieso alles drin und wie sagt man so schön, ne? Drei Euro ins Phrasenschwein. Wenn du was holen willst, wenn du den Pokal gewinnen willst, dann musst du jeden schlagen, ne? So doof es klingt. Vier Bundesligisten werden es halt nur noch sein, dann, ne? Viertelfinale, weil wir auch nur noch Wolfsburg gegen Gladbach haben oder andersrum, Gladbach-Wolfsburg. Das heißt... Bei den zwei Duellen fällt zwei, fallen nochmal zwei Bundesligisten raus. Da soll ich nur noch vier Bundesligisten dann im Viertelfinale. Also es ist halt wirklich absolut was drin in dieser Pokalrunde. Ähm, haben jetzt ja generell auch absolute Top-Spielwochen vor uns. Also ich habe Bock bis zum geht nicht mehr. Sieben Spiele bis zur Winterpause. Ne? Auch geil, wenn ich jetzt noch Karten bekomme. Für München das ist ja auch nächste Woche Auswärts, äh, Auswärtsblockverkauf. Wenn ich da an Karten komme, bin ich auch alle sieben Spiele live dabei. Deswegen auch da natürlich nochmal der Bock. Mal 1000, ähm, BVB zu Hause, Frankfurt auswärts, wird auch knackiges Spiel. Bremen zu Hause. Ne? Frankfurt-Bremen auch beides top Samstag 18.30. Und dann eben vor allem in einer Woche im Dezember, Mitte Dezember, BVB im Pokal, Leverkusen zu Hause. Und die Woche drauf Bayern auswärts. Also knackiger wird es nicht so. Dann auch die englische Woche danach, vor der Winterpause, ist noch Augsburg zu Hause äh, am Mittwochabend. Ähm, das ist schon der absolute Wahnsinn. Ähm, kommt jetzt natürlich ein bisschen komischer Niederlage in Heidenheim, aber ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Ähm, Gerade das, da ist nochmal ein anderes Feeling drin. Das sind nochmal andere Spiele, es ist auch genau das wofür du Fan bist und wofür die Spieler auf diesen, auf diesen Platz gehen. So ganz simpel gesagt, ich habe unendlich Bock drauf. Und eben gerade auch diese Saison ähm, ist da halt auch ein bisschen was drin. Ne? Die Spiele sind immer geil. Auch letzte Saison hast du gehabt oh, vielleicht schlägst du die Bayern und sowas, obwohl du unter Labadia da ein bisschen rumgedümpelt bist. Es hat immer Sensationspotenzial drin, immer Überraschungen drin. Aber diese Saison ist eben auch ein bisschen was, äh, ja, eine Grundlage da. Da ist eine Grundlage auch da, um sich ein bisschen mehr zu erhoffen. Ähm, Thema Chance. Da ist eine, einfach eine größere Chance da mittlerweile. Klar, wir kriegen gegen die überhaupt nichts geschenkt. So, wir gehen auch in keins von den Spielen, also vor allem eben Dortmund, Bayern, Leverkusen, als 100% Favorit rein, wenn, wenn überhaupt mal irgendwann zu 5% als Favorit jetzt oder so. Gehen wir nicht rein als in das Spiel, in die Top-Spiele, aber wenn man mal in solche Spiele reingehen kann, mit Selbstbewusstsein dann halt 100% jetzt. So wenn ich jetzt, wann dann bei diesen Spielen, muss man ganz klar sagen, es sind absolute Feiertage, die wir da haben werden. Stimmung wird komplett scheppern, das wird dermaßen geil. Und das Schöne ist halt da auch, Unterschied zu BVB und sowas zum Beispiel auch, wir gehen da rein, haben vielleicht eine gewisse Erwartungshaltung, eine gewisse Hoffnung. Aber es meckert auch keiner, wenn wir das verlieren so, weil es ist nicht der Anspruch. Ne, das meine ich damit. Und eben an guten Tagen gibt es halt auch absolut begründet die Hoffnung, dass da halt auch was drin ist. Gerade in den Heimspielen. Ich habe unglaublich Bock auf diese Phase bis zur Winterpause. Ein ähm, bisschen Unmut kam jetzt auf äh, nach den Ansetzungen. Ne? 14. bis 18. Spieltag. Leverkusen Sonntag 15:30 Uhr. Bayern Sonntag 19:30 Uhr. Augsburg an dem Mittwoch. Gladbach Sonntag 17:30 Uhr. Bochum Samstag 15:30 Uhr. Also halt dreimal Sonntag. Deswegen ein bisschen, bisschen eklig gewesen, vor allem auch Gladbach dann auf den Sonntagnachmittag. Ähm, da verstehe ich ein bisschen den Unmut, ist okay. Bayern auch, ne ist spät, hätte es auch als Topspiel ansetzen können, aber da muss man auch sagen, ist jetzt nicht die weiteste Auswärtsreise. Ne? Wenn du eine Auswärtsreise auf Sonntag 19.30 legst, dann ist mit den Bayern auch noch ein akzeptabler Gegner gefunden worden, sage ich mal, für uns. Und wer da nicht hinreist oder keine Tickets bekommt, wie auch immer, gibt es das Spiel sogar im Free-TV bei sat 1. Also da muss man, glaube ich, schon auch ein bisschen Verständnis haben, oder nicht Verständnis haben, oder das vielleicht auch ein bisschen Lockerer sehen, sage ich mal. Ähm, deswegen meckern über diese Ansetzung kann ich sowieso auch ganz generell nur so halb verstehen. Für die Ansetzung jetzt spezifisch okay, aber wenn man jetzt mal guckt auf die komplette Saison, was mich auch deswegen nicht so aufregen lässt, komplette Saison ist jetzt bis Spieltag 18 angesetzt. 18 Spiele sind jetzt terminiert, werden davon 11 mal am Samstag, viermal mal Sonntag. Also beschweren können wir uns da wirklich eher weniger. Am Samstag steht dann das Topspiel an gegen den BVB. 11. Spieltag für uns am 11.11. .11. Auch ganz nett. Zuerst PK-Infos und Aufstellungstipp, weil vielleicht gibt es ein bisschen Änderungen. Große Frage natürlich: Giracic Comeback, ja, nein. Da gab es viele Wasserstandsmeldungen. Klare Aussage gab es auch auf der PK nicht. Ähm, ja. Startelf, gehe ich nicht davon aus. Das Thema ist, glaube ich, durch. Wenn der wirklich Startelf spielen würde, hätten sie schon sehr viele Spielchen gespielt in den ganzen Aussagen. Wenn das kommt, hätten sie viel, ähm, viel da gebastelt äh, und irgendwie Gegner vielleicht auch so ein bisschen auf eine falsche Fährte zu führen. Aber da glaube ich nicht, nicht ganz dran. Ähm, Frage ist eben vor allem um Kurzeinsatz, generell um die Sinnhaftigkeit von so einem Kurzeinsatz, gerade eben auch vor der Länderspielpause, dürfen wir auch nicht vergessen. Wir haben ja danach eine Länderspielpause. Immer Angst da, ne? Macht er drei Schritte, geht das Ding wieder auf und dann hast du auf einmal nur mal wochenlang Ausfall, statt halt denen das eine Spiel noch rauszulassen, dann das Spiel geben und danach halt erst wieder voll reinzustarten. Also, ich denke mal, je nach Spielstand und je nach Spielverlauf, logischerweise, kann er ein paar Minuten kriegen oder eben nicht. Ähm, Was Meldung in Sachen Transfers? Gab es auch von DiMasio, also keine schlechte Quelle aus Italien, ähm, dass AC Mailand interessiert ist, aber wichtige Info da. Girassi hat aktuell weiterhin vollkommen ähm, ja, das Commitment, bei uns bis zum Sommer zu bleiben. Das ist so die aktuelle Info da. Stenzel ist nicht bei 100%. Wagnermann kann dabei sein, hieß es. Also es war schon eine Aussage von wegen, ja, ich bin positiv, alles schön. Aber eben auch im selben Atemzug kam das nicht so rüber, als würde der gleich in eine Startelf rücken. Aber vielleicht ja ne, eine Einwechslung. Ist keine schlechte Idee, hat das Tempo und eben diese rechte Position da vorne oder die Flüteposition auf rechts ist so eh mein in Anführungszeichen auch eigentlich fast einziger kleiner Kritikpunkt aktuell, den wir da haben, was Personal angeht. Zagadou wurde gelobt, jetzt auch gegen seinen Ex-Club dann. Der macht das echt, echt stark. Einwechslung ähm, war auch schon ein Zeichen. Gab auch eine klare Aussage zu ihm von Hoeneß auf der PK, nämlich Luca Raimund, vorhin angesprochen. Pech gab bei dem Lattenschuss einfach. Soll das jetzt auch toll gemacht haben, das Ding aufgefangen haben. Ähm, ja, in der Woche jetzt auch Sebastian Höhnes ganz klar gesagt, dass sein Wunsch ist, dass also er schon so lange auch fester Bestandteil in diesem Profikader ist vielleicht hat er ja so auch gar auch wieder eine Chance auf äh, ja Einsatz ne auf Einsatz Überraschung wäre natürlich dermaßen wenn es eine Startelf wird aber gerade auf dem Posten ne kam so ein bisschen auf dem rechten Flügel ist vielleicht sogar eine kleine Chance für ihn da aktuell und vielleicht vor allem auch eine Chance dann eben natürlich da für eine Einwechslung gerade weil eben ja auch Silas und Eveling, Positionen haben gerade angesprochen nicht so ganz überzeugend da äh, auf dieser rechten Position also Aufstellung Nübel dann rechts Roh noch erstmal vielleicht kommt dann irgendwann Wagnermann noch rein weil ne hier stellen sie es ja auch nicht auf 100% sein. Anton Zagadou, Ito, sowieso gesetzt aktuell. Ähm, dann, wie gesagt, denke ich noch nicht so ganz an den Startelf für Wagnermann. Aber wie gesagt, Einwechslung interessant. Vielleicht Stiller Karasor ist auch ganz klar. Führig links, ganz klar. Mio ist zurück. Es waren hier familiäre Gründe, persönliche Gründe, waren es äh, gegen Heinheim, Der dürfte zurück sein dann. Ähm, auch wichtig, ist schon nochmal äh, eine Schippe besser als Jong, ohne jetzt Jong runterreden zu wollen. Ähm, rechts bleibt halt die Frage, weil ich will eigentlich einen Silas aktuell nicht wirklich in der Startelf sehen. Leveling halt irgendwie auch nicht, aber du musst halt gefühlt einen davon aufstellen, ne? Außer du sagst halt jetzt irgendwie, du stellst dann einen Jong auf rechts oder so, kannst ja auch machen. Ähm, oder halt, ne, vielleicht wirklich die ganz dicke Überraschung erstellt einen, was ich jetzt gleich tun werde, einfach aus, aus Protest fast, weil ich jetzt weder Silas noch Wagnumann noch Leveling da irgendwie gerade sehe. Wagnumann natürlich rein wegen der Verletzung, ähm, aber ich glaube es nicht, aber ich mache es jetzt aus Protest, Raimund startet rechts, mir doch egal und vorne drin natürlich ganz klar Dennis Undaff. Nun zu Borussia Dortmund, da war ich gestern Abend, Donnerstagabend auch im Pöller-Stream, also wer das vielleicht auch dazu so durchskippen, die zwei Stunden oder so da nochmal 100% durchgucken, aber wer da vielleicht ein bisschen durchskippen will, war auf jeden Fall ein sehr interessantes Gespräch, auch hier Benny Grund, der Analyst, hat sich auch noch kurz mit reingeschaltet, war wirklich ein sehr, sehr geiler Stream gewesen. Höhnes ähm, hat den auch Stabilität attestiert in der Liga, war ja auch so ergebnismäßig, spielerisch Wissen wir ja alle, war das nicht immer überzeugend, aber eben Ergebnisse da mit der Ausnahme mit Bayern, das war halt schon auf jeden Fall komplett enttäuschendes Spiel ist 0 zu 4. Dafür halt wieder Thema: Was kann man erwarten? Wie wird der BVB, auf, BVB auftreten? Es kann ja auch einen Toxi von den Pöders zum Beispiel nicht erklären, oder auch kein Dortmund-Fan erklären aktuell. Absolute Wunderkiste war gegen Newcastle zu Hause. Der Sieg 2-0 war, ja, glaube ich. Der war richtig stark. Auch in Newcastle gewonnen mit 1-0. Champions-Gruppe auf einmal, glaube ich, sogar Platz 1 in dieser, in Anführungszeichen, Todesgruppe. Du weißt halt nicht, was du kriegst bei Borussia Dortmund. Klar, aber auch da, vorhin auch angesprochen, der Hype ist da, vorhin aber auch angesprochen, Sachen top Topspielphase, dass wir natürlich jetzt noch keine Favoriten sind. Ne? Platz 3 gegen Platz 4 ist es aktuell. Wir sind sogar Platz 3 in dem Duell, also sogar vor dem BVB. Punktgleich, Torverhältnis besser. Aber das ist immer noch eine Top-Mannschaft, die da kommt. Ne? Borussia Dortmund ist immer noch Top-Mannschaft. Gehen auch irgendwo immer noch als Favorit da rein. Einfach wegen der letzten Saison, das ist ja auch ganz klar. Letztes Jahr, wie gesagt, da waren noch 14 Tabellenplätze auseinander: Platz 12, äh, Platz 12, Platz 2 und Platz 14 dann. Ähm, deswegen, da braucht schon einen richtig, richtig guten Tag gegen Dortmund. Ähm, Kommen wir jetzt nochmal ein bisschen auch da in die Statistiken rein, auch da wieder Podcast gerne reinhören, da auch noch ein paar mehr Infos zum Spiel und zu den. Statistiken, hier wieder ein paar ausgewählte von mir, viele Ex-Spieler, ist ja auch interessant bei dem Spiel, Kobel hast du beim BVB und Meier, die ersten beiden Keeper waren mal auch bei uns und bei uns auch einige und da haben wir auch mal das Thema von wegen, ja, ne, Klassiker, der Ex-Spieler trifft und so, ist bei Kobel Meier nicht so der Fall, bei uns haben wir auch ein paar Zagadu Stenzel gut spielt, vermutlich nicht, karasor Führig da haben wir einige, die schon mal BVB-Trikot zumindest mal mindestens mal in der Jugend getragen haben. Ähm, individuell zeigt das auch wieder ganz klar: Thema Statistiken und Daten. Dass das kein Abstiegskampf ist, dass das Platz 3 gegen Platz 4 ist, dass es das auch spielerisch ein Topspiel ist. Jeweils nur ein Spieler aus VfB und BVB ist in den Top 20 in Sachen Zweikämpfen, in Sachen Laufdistanz und Sprints. Drei dafür immerhin äh, in den Kopfballduellen und gar keiner, also keiner in den Top 20 aus BVB und VfB, ist in den intensiven Läufen dabei. Ne? Also Thema Topspiel, weil das sind Statistiken, die eher normalerweise heraushängen bei ja, kämpferischen Mannschaften, kämpferischen Mannschaften unten im Abstiegskampf. Dafür jetzt eben Sachen, wo wir ganz oben dabei sind mit BVB-Tore, sogar vor dem BVB, auch in Sachen Chancenverwertung vor dem BVB, Vorlagengeber haben wir Top-Leute da vorne mit dabei, Fürich, Brandt, Top und äh, auch Tabellennachbarn sind wir in Sachen Passquote, Ballbesitz, auch insgesamt gewonnene Zweikämpfe sind trotzdem gut dabei. Selbst in Laufdistanz war auch ganz gut, zehn Spieltage und da geht es um die gesamte Laufdistanz sind wir nur 4,6 Kilometer auseinander. So, das ist komplett wild, ähm, deutlich besser sind wir in den Kopfballduellen ähm, und ja, wie gesagt, vorhin angesprochen, 14 Plätze auseinander. Jetzt bist du hier in den Statistiken auf Augenhöhe, manchmal besser als der BVB, manchmal leicht schlechter als der BVB. In den Topwerten, Tabellennachbarn, das ist komplett surreal weiterhin. Ne? Darf man auch nicht vergessen ähm, und habe es ja auch angesprochen nach Heidenheim, eine gewisse Erdung war da da. Ne? Thema bei dem Aussteiger auswärts zu verlieren. Und nochmal ein weiterer Schritt Richtung Erdung oder ein weiterer Schritt in sich in Richtung, wo wir herkommen. Habe ich jetzt mal gemacht, gehabt noch spontan oder ja, vor kurzem mal reingeschaut, mal wieder in den Ticker von unserem Hoffenheim-Spiel letzte Saison. Eins zu eins, letzter Spieltag. Dadurch Relegation. 76. Minute, ja, 14 Minuten vor Schluss von der Saison. Vom Kicker aus dem Live-Ticker, der VfB bleibt weiterhin 16. Da stand es Hoffenheim. VfB bleibt weiterhin 16. Doch ein Schalker Tor, weil es ja gerade unschieden stand in Leipzig. Ein Schalker Tor würde nun einen Direktabstieg bedeuten. Ne? Wir standen an dem Punkt, wo es ein Tor von einer anderen Mannschaft, in dem Fall Schalke, gebraucht hätte, dass wir absteigen. 14 Minuten vor Schluss der letzten Saison. Um da nochmal auch ne, in Sachen Favoritenrolle und so Geschichten auch da nochmal ein bisschen die Erdung reinzubekommen oder da auch einfach nochmal andersrum gedreht. Hervorzuheben, wie außergewöhnlich gut das ist, was sie gerade erleben, und weswegen ich es auch manchmal ein bisschen drüber fand, wie dann auf Heidenheim gekloppt wurde oder auf die Leistung in Heidenheim äh, gekloppt wurde. Ähm, trotzdem, ganz klar, eine gewisse Hoffnung ist absolut berechtigt. Dafür braucht es aber eben auch eine gewisse Steigerung, vor allem eine Attitüde zum äh, Heidenheim-Spiel. Das Spiel ist für mich aber jetzt auch abgehakt. Heidenheim ist für mich abgehakt, das passiert halt mal so. Habe einfach nur noch immens Bock auf Samstag, plädt das alles da einfach aus und voller Fokus auf Samstag. Ein Spiel, für das man auch niemanden motivieren muss so. Die werden da ein anderes Gesicht zeigen, deswegen bin ich da auch 100% überzeugt davon. Und wie ich glaube auch vorhin bei den Topspielen, als ich da kurz durchgegangen bin, den Dezember oder die Phase bis zur Winterpause durchgegangen bin, der Hype ist brutal da. Das Ding ist ausverkauft. Brutale Stimmung wird da sein. Er wird scheppern von Minute 1 an oder schon, von, schon lange vorm Anpfiff an. Letzte Saison natürlich auch nochmal ein Spiel im Hinterkopf. Letzte Partie, die auch nochmal pusht. 3-3. Silas letzte Sekunde. Das war auch unglaublich muss man halt ehrlicherweise auch da sagen war halt leider ein bisschen ein Punktgewinn-Ausrutscher weil oft gegen Dortmund gepunktet haben wir letzter Zeit nicht zu Hause und auswärts auch nicht aber vor allem auch zu Hause nicht ähm, Fragen die zwei Fragen die da eben auch interessant sind für das Spiel weil du kannst ja schon nach 10 f Spielen so ein kleines Zwischenfazit ziehen Länderspielpause danach auch beim BVB jetzt auch die haben auch Top-Spielwochen vor sich wie wir auch Bei BVB ist die Frage oder die sich dann ein bisschen klärt nach dem Spiel vielleicht oder ein bisschen in Richtung vorgeht nach dem Spiel, wenn sie bei uns verlieren, wenn sie bei uns gewinnen, wie tief sind sie drin im Thema Meisterschaftskampf? Und bei uns eben die Frage, Topspielwochen jetzt auch generell, aber auch das Spiel am Samstag gegen Dortmund, wie viel träumen ist wirklich erlaubt? Ne, geht da was? Gewinnst du auf einmal gegen Dortmund? Ne, wie viel träumen ist wirklich erlaubt in Richtung, sag mal, Einsteiger-Rebellenplatz, europäische Plätze, solche Ambitionen? Wie viel träumen ist da wirklich erlaubt? Ähm, ich sage ganz einfach, habe so auch im Stream gesagt, gestern ja, bei Toxi, Niederlage sehe ich gerade nicht, dafür ist mein Bauchgefühl einfach zu gut, Sieg muss man trotzdem sagen, dass halt immer noch Dortmund kommt, was dann rausreisen könnte, das Thema Heimsieg oder die Möglichkeit des Heimsiegs ist halt vor allem die Stimmung, dass wir ein Heimspiel haben, deswegen Sieg ist absolut drin, Mittelweg ist halt da hier Remis und darauf würde ich auch, ich sag mal, im Tippspiel, werde ich auch im Tippspiel so auch drauf tippen, es wird ein absolut wildes und offensives Auf und Ab, Tore satt, also das wird im Leben kein 0 zu 0, das würde mich schon unfassbar wundern. Und haben wir auch im Stream gemerkt, wir haben wirklich auch ähnliche Anfälligkeiten. Ne? Beide Mannschaften können dermaßen ja, gefährlich werden und eklig werden über Tempospiel, über Umschaltspiel, weil eben in beiden Defensiven auch vielleicht ein bisschen Tempo fehlt in manchen Ecken. Mittelfeld ist auch wieder so ein Thema, kann man auch überspielen, auch über Tempo überspielen. Abwehr auch immer wieder anfällig, auch bei beiden immer wieder anfällig. Sturm top, ne, Top Leute, Tempospieler, Tempo Tempo vorne drin, Qualität ist extrem hoch bei allen 22 Spielern, die auf dem Platz stehen werden, ähm, in den Startelfs äh Startelfs, Startelfen, weiß ich gar nicht. Äh, am Wochenende gute Keeper auch dabei. Das spiegelt sich auch selbst in den Teams noch mal wirklich sehr viel Parallelen da und es ist auch kein Wunder, dass es wirklich jetzt gerade auch im Platz 3 gegen Platz 4 ist und wie gerade schon gesagt, Tippmäßig ähm, ich habe die Hoffnung auf ein 3-2, die Heimstellung könnte ein 3 zu 2 rausholen, rauskitzeln, aber realistischer Tipp ist ein 2-2. Jetzt schmeiße ich noch möglichst kurz und knackig ein paar VfB-News mit rein. Zwei kurze Gerüchte, das erste würde ich erstmal auch weit weg sehen, aber wurde eben so berichtet. Ähm, Thiago Almada aus der MLS soll man wohl Interesse haben, auf der Liste stehen, aber wie gesagt, ich wüsste nicht wie, weil wenn man dann nochmal auf sein Profil geht... Weltmeister mit Argentinien geworden, Atlanta, gerade in den USA, eine MLS am Start, 22 Jahre alt, offensives Mittelfeld, 27 Millionen Marktwert. Ich sehe es nicht. Ähm, dazu Seko Koita, wenn man es so ausspricht. Denkt man schon, RB Salzburg. Das finde interessanter. Da auch die Quelle deutlich besser mit Fabrizio Romano, muss man sagen. Ähm, will wohl im Januar weg. Ähm, Laie ist ja nicht möglich, weil der Vertrag im Sommer ausläuft. Aber auf Frankfurt dran, ne? Thema Stürmer, die suchen ja. Lawrence wohl auch interessiert. Mittelstürmer, aber auch vor allem auch so ein bisschen. Ähnlich, Undaf vermutlich, so wenn ich mir rein die Position anschaue, habe jetzt keine tiefere Recherche gemacht zu den beiden, ähm, aber eher auch offensives Mittelfeld und sowas, als richtiger Stürmer, sage ich mal. 23 Jahre alt, 7 Millionen Marktwert. Frage ist halt da, ist das dann irgendwie ein Vorgriff auf Girassi im Sommer? Weil wir haben ja einen Undaf als Ersatz und ja, von der Nation her könnte er, glaube ich, auch sogar Afrika Cup spielen, der Kollege hier, ähm, weil bin ich aber gerade nicht sicher, das ist mir gerade nur noch so mit, mit dazu eingefallen, deswegen auch das irgendwie noch schwer vorstellbar mal sehen, aber zumindest das Gerücht oder der. Ja, das Gerücht an sich mit Fabrizio Romano ist schon mal äh, deutlich äh, ja, größer als auch die Quelle, die es bei ähm, hier Thiago äh, Almada war. Ähm, Krückenersatz haben wir gefunden, der VfB hat gefunden, einen neuen NLZ-Direktor, Stefan. Hildebrand äh, hat Erfahrung gesammelt in Cottbus, wie beim HSV gewesen, da auch viel Infos in meinem VfB-Video, gerne das abchecken, haben wir Mittwoch gemacht. Ähm, kennt auch Wohlgemut, Das ist jetzt keine Info oder so, aber es könnte vielleicht eine Richtung, eine, eine Art Fingerzeig sein Richtung Thema Sportvorstand, weil der Kollege kennt auch Wohlgemut, die kennen sich äh, aus, der auf der, aus der Vergangenheit ähm, und da ja, Zeigt schon, dass er ein gewisses Ansehen hat wahrscheinlich wohlgemut, wenn man jemanden heranholt, der ja, mit dem er schwer zusammenarbeitet jetzt und die sich kennen, vielleicht damit auch ein kleiner Pluspunkt für äh, ja Thema Sportvorstand, wo es ja auch generell keine neuen Infos gibt mal aktuell. Testspiel gegen Nürnberg in der Länderspielpause wurde angesetzt. Am 16. November ist das 14 Uhr, sogar auch Zuschauer äh, erlaubt, sogar ein paar Tickets dafür. Ähm, die neue Intimfolge ist auch raus, auch ein paar schöne Einblicke. In Richtung Kurioplanung äh, äh, Für das Spiel gegen Hoffenheim war das ja in dem Fall weiterhin sowieso eine Top-Serie, Top-Doku-Format vom VfB. Und am Samstag ist noch UNDAF im Sportstudio, also nach dem Spiel. Und ich kann es auch gerade gar nicht mit Daten irgendwie belegen, aber vom Gefühl her ist es kein schlechtes Zeichen oder kein schlechtes Omen. Wenn jemand in irgendwelchen Sendungen war, ich glaube, wenn es in Werle oder so Geschichten oder andere Leute in dem, zum Beispiel auch äh, jetzt im Sport im dritten waren Sonntags oder so, dann waren die Spiele glaube ich drumherum meistens gar nicht so verkehrt, also vielleicht sogar ein leichtes gutes Omen, dass da undaf nach dem Spiel im Sportstudio sitzt. Und zum Schluss immer noch die Tipps natürlich. Am Dienstag habe ich auch schon getippt, also kommen jetzt genau das gleiche wie ich damals auch getippt, hab, weil Tipps ändert man nicht. Auch so natürlich zu finden in der Kick tipp Runde im Stream bei Knife, dem Kanal von Nico und Felicio. Bisschen gequatscht. Auch da ist das Real Life noch online zum Nachschauen. Also wird da auch da gerne ein bisschen durchskippen, wenn ihr wollt. Gladbach gegen Wolfsburg ist für mich ein 1: 1. das hat für mich sofort nach dem Unentschieden geschrien. Das Spiel Bayern Heidenheim ist, glaube ich, nicht viel zu holen für Heidenheim 4: 0. Augsburg Hoffenheim ist ein spannendes Spiel, weil ja echt auch unter Toro bis echt gut läuft für Augsburg Hoffenheim ja auch interessanten Fußball spielt da waren wir auch schon fast auf der Fährte, dass Augsburg den gewinnen könnte. Ich gehe aber noch auf ein 2:2. -2. Wir gegen Dortmund gerade schon getippt 2:2. -2. Darmstadt 1:1 gegen Mainz hilft natürlich beiden nicht unbedingt weiter. Aber ich sehe es irgendwie nicht, dass Darmstadt jetzt zwei Spiele oder zwei so wichtige Spiele am Stück verliert. Haben wir auch schon gegen Bochum verloren. Mainz ist ein neuer Trainereffekt gehabt gegen Leipzig, aber weiß man auch nicht, wie viel da halt in Anführungszeichen nur neuer Trainer-Effekt ist. Ne? Bochum gegen Köln spannendes Spiel ist. Natürlich ein bisschen fraglich, ob das jetzt das Topspiel der Woche sein muss, da jetzt auch unser Spiel hinlegen können. Rein tabellarisch, rein von den Clubs her, klingt das eher nach Topspiel als jetzt Bochum gegen Köln, aber die haben es bekommen. Samstag 18:30 ähm, Auch das unfassbar wichtig für Köln. Auch da eigentlich fast in Richtung Unentschieden vielleicht, aber irgendwie das Gefühl, Bochum hat so eine Heimstärke jetzt auch den guten Spirit aus dem Sieg in Darmstadt mitgenommen. 2-1 für Bochum und das wäre natürlich auch eine richtig kalte Dusche äh, für Köln. Vielleicht auch echt irgendwann richtig Schwierigkeiten für Baumgart dort. Leverkusen Union ist dann das Spiel, wo ich im Kicktipp-Runde, weil ich da jetzt nicht kacke bin, aber auch noch ein bisschen Plätze gut zu machen habe, wenn ich ganz oben mit da, mit da ran will, in die, in die obere äh, Tabellenregion auch da im Tippspiel, da muss ich was über Überraschendes tippen, was vielleicht die meisten nicht getippt haben, wo ich da eben die Punkte habe, wo die anderen sie nicht geholt haben und das ist das Spiel gegen Union, wird wahrscheinlich im Leben nicht so eintre eintreten, weil Leverkusen eigentlich zu so gut ist, aber Union jetzt ja auch letzten Wochen eine Niederlagenserie am Stück. Jetzt endlich mal wieder was geholt gegen Neapel, auch verdienten Punkt geholt. Oder auf die Summe gesehen an Spielen auch verdient mal wieder einen Punkt geholt. So stricht waren sie ja gar nicht, auch oft ein bisschen Pech gehabt. So ein bisschen Union Reverse zum letzten Jahr. Da hatten sie ja oft auch ein bisschen Glück und viel mehr Punkte geholt, als zu erwarten war. Dies, das schon oft drüber gesprochen. Ähm, dann auch da Thema Urs Fischer. Ich meine, das ist der Punkt in Neapel natürlich auch sowieso schon mal gut für ihn, aber auch da, wenn der nochmal richtig die Wände packen will äh, in der Bundesliga. Dann, dann, dann wieder mit so einem vintage sieg Und deswegen 0 zu 1, dreckiger Auswärtssieg in Leverkusen aus dem Nichts. Ähm, wie gesagt, tritt wahrscheinlich so im Leben nicht ein, aber ich tippe so. Bremen 2-2 gegen Frankfurt hat für mich auch irgendwie sofort nach dem Unschien, äh, irgendwie geklungen, sich angefühlt, auch wenn natürlich Frankfurt gerade eine gute Phase hat, aber Bremen eigentlich auch zu Hause ganz gut unterwegs. Und Leipzig gegen Freiburg war auch für mich eine klare Geschichte, auch wenn es Freiburg-Europa League immer wirklich weiterhin durch, gut durchmarschiert, aber irgendwie habe ich dann ein gutes Gefühl oder ein klares Gefühl, dass Leipzig das Ding 3-0 gewinnt gegen Freiburg. Und damit sind wir durch mit diesem Videos. Ich glaube, diesmal wieder ein bisschen länger geworden ist als die letzten Videos hier in der Konstellation, auch mit Facecam, also nicht nur Podcast-Format, mit Kamera. Ähm, wie immer natürlich gerne jegliche Meinungen und so weiter in die Kommentare runter, haben wir einiges angesprochen hier. Ähm, gerne eure Meinung da lassen und wie immer natürlich auch gerne kostenlos Like und Abo lassen, wer es noch nicht getan hat. Ich habe brutal Bock auf Samstag, freue mich auf das Spiel. Natürlich auch da wieder alles übliche zum Spiel, Berichterstattung, wie man es nennen will, ähm, wird es geben. Ich habe brutal Bock. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.